sieben Fragen wieder unsere Instagram-User heute an Kevin Friesenbichler. Kevin, die erste Frage kommt von Osna-Fans. Wie findest du die Stimmung beim VfL? Ja, die Stimmung ist klasse. Also es macht jedes Mal aufs Neue Spaß, hier im Stadion zu spielen und auch auswärts. Wenn die Fans dabei sind, ist überall, wo man ist, richtig Stimmung und ist einfach top. Felix Privat 2003 fragt, wer ist dein Vorbild? Also so richtiges persönliches Vorbild habe ich jetzt nicht, aber was Messi und Ronaldo machen, ist schon ganz großes Kino und wenn du willst, können wir die daher nehmen. Pascal Krehl fragt, wie groß ist die Vorfreude aufs letzte Auswärtsspiel in diesem Jahr? Ja, Vorfreude ist immer groß, vor allem wenn es ein richtiges Topspiel ist, so wie am Sonntag. Und ja, wir hoffen, dass wir aus Heidenheim auch noch was mitnehmen können, dass wir alle ein schönes Weihnachtsfest haben. Alex S9 fragt, fühlst du dich wohl in Osnabrück? Ja, natürlich. Also es ist eine kleine Stadt, die alles hat. Und bin sehr zufrieden, hier zu sein und fühle mich auch sehr wohl. Tommich95 fragt, hast du ein Ritual, was du vor jedem Spiel anwendest? Ja, ich denke, so eine Kleinigkeit hat jeder. Ich ziehe mir immer den linken vor dem rechten Socken an und auch den linken vor dem rechten Schuh. Fabiro2002 fragt, was ist dein Lieblingsessen? Als Österreicher hat man natürlich ein Lieblingsessen, das aus Österreich kommt, und bei mir ist es das Wiener Schnitzel mit Pommes. Herr Hagelkorn fragt, was sind die Unterschiede von der deutschen und der österreichischen Liga? Unterschiede sind schwer zu erklären, aber ich mache es mal kurz. Ich denke, dass hier in Deutschland in der zweiten Liga die Intensität während dem Spiel und auch im Training einfach viel höher ist. Und ja, das ist so der größte Unterschied, der mir aufgefallen ist. Danke.